Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Das letzte Mal sind wir hier noch ein bisschen am Ausbauen gewesen und noch ein bisschen Ware befüllen. Und heute geht's weiter. Jetzt machen wir aber zuerst einmal die Mitarbeiter, die wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Ich habe jetzt ja gerade schon Hand angelegt an einen und den habe ich schon hochgepimpt. Also ist der schon mal durch. Dann haben wir jetzt eigentlich nicht mehr so viele, denke ich jetzt mal. So, aber was mir ganz wichtig war ja beim letzten Mal auch, dass wir in den anderen Shop mal gehen. Erst bekommt sie nur einen und dann hat sie plötzlich 10. Wahrscheinlich hängt das auch ein bisschen mit der Stimmung zusammen, ne? Oh Mann. Die Alina. Das ist cool, wenn ich nach einmal hier gleich fertig machen kann. Das ist auch super. So, Julia, wie schaut es bei dir aus? 2 Punkte. Jona, 3 Punkte. Und, noch jemand? Die Eileen hat man noch. Nochmal mit 2 Punkten, dann nehme ich dir jetzt mal die Dingsens weg. So. Ich bin aber schon richtig, ne? Oder bin ich irgendwie verkehrt? Nö. Wir sind schon in unserem Shop, wo wir hingehören. Nicht, dass ich mich jetzt da wieder verhau. Meine Güte, das wäre nicht das erste Mal. So, Stella. Du bist jetzt ausgebaut. Das heißt also, ich kann dir die ersten 4 Stunden übertragen von der Kasse und kann dir am Montag dann freigeben. So. Dann haben wir nämlich da immer 4 Leute am Start. 3 Leute am Start. Außer Freitag bis Sonntag, da sind es dann 4. Alina wird jetzt mal gewechselt werden wollen tun. Und zwar auf Videobeschaffung. So, die ersten 4 Stunden. Ich mache mal hier den Brücker rein. Weil die hat nämlich noch, genau, 1, 4, 5. 5 Teilchen hat sie noch zum Hochschrauben und später kommt sie dann noch ins Marketing. Aber warte mal, dann haue ich dich nicht in der Früh rein, sondern ich pack dich. Moment, müssen da mal rüber wechseln. Jetzt hat. Pack dich nicht in der Früh rein, sondern eher hier zum Abend hin, würde ich sagen. Hauptsache, du füllst auf, ne? Ich mach dich mal um 12. Machen wir mal so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben ja schon Mittwoch, ne? Eben. Dann ist das egal. Dann mache ich das da. Dann mache ich da nochmal voll. So. Weil ich denke, 2 Tage wird sie brauchen, bis sie das hat. Also passt das. Wir haben auf jeden Fall genügend die Einräumen. Bist du schon durchgeschult? Du bist durchgeschult. Dann packe ich dich, würde sagen, am Abend noch mit rein. Und du kriegst am Montag frei. Zack. So, dann haben wir auf jeden Fall, du hast am Dienstag, oder? Nee, du hast am Sonntag. Auch nicht schlecht. Warte mal, dann kriegst du am Montag, weil das verschiebt sich ja dann wieder. Und du bekommst am Sonntag. Weil du bist ja dann der Letzte hier in der Reihe, wenn die Alina wieder wegfällt. Ne, und da müsste Freitag sein. Genau, passt. Freitag, Samstag. Passt. Gut. Verkäufer. Ist soweit alles okay? Da würde ich sagen, gebe ich dir mal einen Tag frei. Weil du nämlich ein bisschen geschafft bist. Den Pascal gebe ich frei. Hier sind alle noch soweit fit. Dir gebe ich frei. So, du bist, glaube ich, jetzt auch durchgeschult. Jawohl. Würde ich aber auch sagen, oh, da habe ich ja noch mehr, ne? Warte mal, dann setze ich dich in der Früh ein. So. Sonntag frei. Dann Miriam, du bist jetzt auch durchgeschult. Jawohl. Und ich glaube, der Live ist auch durchgeschult. Jawohl. Gut, dann mache ich Miriam noch in die Schicht um 12, na, um 10. Ich mache die in die Schicht um 10.
und Montag dann frei, weil sie ja die erste ist hier in der Reihe. Carina müsste am Dienstag frei haben, jawohl. Du bekommst natürlich am Mittwoch frei, aber dich stecke ich in den späten Abend mit rein. Mir ist dann nämlich schon wichtig, weil das sind so viele Leute. Also was heißt später Abend? Das ist eigentlich, ne? Wisst schon. So. Marketing, egal. So. E-Mail haben wir auch noch nicht kontrolliert. Gehalt, fühlt sich krank, alles klar. Bestellungen haben wir getätigt. Ansonsten Werbung schalten eventuell. Jo, wäre ganz gut. Machen wir mal eine A4 mit Rechnen. Genau, machen wir mal Rechner und Mobilfunk. So, und wir gehen auf die Kategorien Berühmtheit, Buchhalter, ITler, Hipster. Zack und zack, die Arbeiter bleiben heute mal außen vor. Das mache ich trotzdem zwei Tage. 1100, wir haben 22, ich hoffe, das passt vom Sound heute wieder. Kaufen. Gut. Dann können wir rein. Gehen wir rein ins Geschäft. Schauen wir mal, was wir umsetzen können. Ups, da war ich wieder zu schnell. Zum Laden. Konzernvermögen insgesamt 76.000. Das ist natürlich ein stolzes Sümmle, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil Alina hat vorhin nämlich, oder beim letzten Part halt nur einen Punkt bekommen einmal. Und sie war ja dann total weit unten. Also die war ja mit der Stimmung hier wirklich ganz am Anschlag schon fast. Und jetzt hat sie einen Tag frei gehabt und jetzt hat sie nach dem einen Tag arbeiten 10 Punkte plötzlich. Das ist natürlich schon heftig. Oder vertausche ich die jetzt? Also verwechsel ich die jetzt mit der anderen? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir reinschreiben, wenn ihr es jetzt noch wisst. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf der Platte. Aber ist egal. Ich pack mal schnell noch aus. Okay, dann natürlich schauen, dass wir wieder mit aufladen ein klein wenig. Mal hier durchgucken, wenn was ganz leer ist, dass ich dann da gleich mit hergehe. Es ist halt trotzdem, ne? Also, ob das Update natürlich heute zum Beispiel schon gekommen ist, weiß ich nicht. Ihr wisst, dass ich wieder mal ein bisschen vorrenne, weil es einfach sein muss. Von daher kann durchaus mal ein Update an mir vorbeigehen und ich das dann immer erst ein bisschen später erfassen. Aber ich denke, das ist nicht allzu schlimm. Vielleicht mache ich auch wieder einen Sonderpart, sollte es tatsächlich sein, dass ich müsste eigentlich immer 4 Kassierer da haben. Warum wird hier gepfiffen? Wer pfeift da? Lara. Lara kommt. Lara kommt. Komm, beeil dich. Ja, super. Ich lass mal ein wenig schneller laufen. Mal gucken. Okay. Keine Ahnung, ich gehe am besten. Ich gehe am besten, dass ich das nicht mit ertragen muss. Das ist... Kassierst du? Oh Mann, das ist halt echt übel, ne? Warum? Warum? Lara. Wo bist du? Hier. Mach mal eine Pause, bitte. Mach mal bitte eine Pause. Thanks. Kannst du jetzt mal verschwinden? Oh mein Gott. Liebe Iceberg Interactive, vielleicht auch Daniel, keine Ahnung. Es wäre super, wenn ihr das Problem fixen würdet, weil das ist unglaublich nervig. Ich hoffe jedenfalls, dass die das irgendwann fixen werden, weil das ist... Ich meine, ich bin kein Programmierer, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber das sind halt dann irgendwo kleine Fehlerchen, also ne, deswegen nennt man sie ja auch Bugs, die Käfer, die dann irgendwo im System herumschwirren und solche Fehlerchen auslösen. Nervig. Okay. Also heute möchte ich hier mal ein kleines bisschen anfangen mit den Shirts. Hey,
So, da weiß ich nur noch nicht genau wie, aber das wird sich im Lauf der... Im Lauf des Dekorierens wird sich das dann auch ergeben, denke ich. So, da habe ich noch nichts drin. Da müsste ich mal nachschauen, was es sein könnte. Ob ich da noch was habe. Ja, aber wie viele von den Hängern generell noch leer sind, ne? Da frage ich mich ja echt, was meine Leute eigentlich machen. Da sind auch noch welche leer. Ich habe jetzt ja gerade nur noch zwei Auffüller da. Und da fragt er. Ist es heute schon wieder so ein Tag, wo ich mich zu arg aufreg? Kann das sein? So, aber das ist halt einfach übel, ne? Wenn die Aufsteller komplett leer sind und einfach keiner kommt, um die aufzufüllen. Das ist nicht schön. Nicht schön. So. Also, machen wir erst einmal ein bisschen gestaltungsmäßig. Also, für einen Shirtladen. Was könnte man da machen? Wir könnten da vielleicht eher mal so einen Fliesenboden machen. Vielleicht in einem hellen Ton, vielleicht so ein eisblauer Ton. Ja, aber dann passen die Fliesen irgendwie nicht, ne? Das schaut so ein kleines bisschen aus wie ein abgewetzter Boden. Hey, can you help me? Warum nicht das da? Und die Wände daneben auch aus so einem Used Look Holz. Da gab es doch irgendwas, das da. Aber eben nicht in Blau, sondern in einer Farbe, die dazu passt. Das wäre zu arg. So ein richtig dunkles Blau. Warte mal, das machen wir noch dunkler. Finde ich gut. Und das dann noch? Ja. Finde ich jetzt schon mal gut. Oh, und jetzt habe ich die Farben nicht mehr, oder? Blöd. Ich speichere die. Weil die Regale könnten wir nämlich in blau-weiß machen. Und zwar, warte mal, das Ding. Da machen wir das Blaue hin. Und da machen wir weiß. Finde ich nicht verkehrt. Fügen wir mal ein. Doch, die Farben gefallen mir. Das passt ganz gut hier rein. Es ist halt wirklich jeder Laden auch anders, ne? Also es wird kein Laden genauso ausschauen wie der andere. Da müsste ich schon immer wieder hin und her springen, um das abzugleichen. Die Farben bleiben ja gespeichert, das ist klar, ne? Aber sich das dann alles so zu merken, dass es passt, ich weiß nicht. So. Mal auf die Schnelle. Ist schon wieder halb 18.30 Uhr, ne? Das ist... So, hauptsächlich ist es ja jetzt erstmal okay. Gut, dann nehme ich mir mal solche Aufsteller hier. Nur die Frage, wie viele und wohin? Vielleicht. Danke, dass ihr da jetzt gerade durchtrampelt. Ja, die stehen in der richtigen Flucht hier, ne? Hier geradeaus. Dann könnte man... Es wird halt ein bisschen voller, ist klar. Aber ich denke... Oh, es ist sogar mittig. Schon, ne? Cool. Das designen wir genauso. Mir fehlen ja eh noch ein paar Hemden, ne? So.
Es sollen ja auch ein paar Wandhänger weg, ne? Und später, ich muss ja noch eine Kasse auch hier reinbringen. Hey. Dass das eben ein Store ist. Da würde ich sogar sagen, dass wir die Kasse vielleicht da hinten hinquetschen. Hey, das wäre jetzt halt dieses rosa und mintgrüne Ding erstmal. Kleidung, Oberteile. Ja. Dann müsste ich das mal raustun, ne? Warte mal. Ich fülle nochmal nach, ganz kurz. Ich gehe nochmal durch. Zack. Die Hemden gehen gut weg, würde ich sagen. Also, nicht alle, aber einige. Da können wir noch was. Das ist voll, das ist voll. Da können wir noch. Und da können wir nicht mehr. Und wir haben schon wieder, Feierabend. Verdammt, meine Bestellung noch schnell machen. 446 Artikel für 30.000, jawohl. Das ist okay. Dann einmal zurück ins Büro. Haben wir 26.000, das ist natürlich auch nicht schlecht. Zack, Stella. Einen Punkt. Du hast 2 Punkte, bist auch dann bald durch. Marlon. Der ist wirklich... Ja, aber da habe ich ja die Bewerbung schon geschickt an den Innendingsbums. Weil das war ja der für 20 Euro, ne, wo ich eigentlich gar nicht arbeiten lassen wollte. Ich hoffe nur, dass ich an den denke. Aber gut, das ist in dem Moment, wo ich natürlich jemanden suche. Ne? Cool. 22. Habe ich da... Hat sich bei mir Stelle beworben. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das kann man ja vernachlässigen dann. Eine Kategorie. Aber sonst voll. So, Alina. Wie schaut es bei dir jetzt aus? 2 Punkte. Ich habe es gewusst, dass du mindestens 2 Tage rein musst. Nie wieder Befüllung. Julia, 2 Punkte. Jonah. Und? Da haben wir noch 2 Leute. Eileen. Einen Punkt, halt immer nur einen Punkt, Mensch. So, wir schauen einmal ganz kurz hier durch. Das ist alles gut. Wiederbefüller. Ist alles, glaube ich, gut. Ja, Eike könnten wir vielleicht freigeben. Ja, ich gebe mal Eike frei, bevor mir der vielleicht wieder krank wird. Verkäufer, da haben wir wieder jemanden, der krank ist. Aber da habe ich auf jeden Fall so viele, dass das nicht auffällt, wenn da mal einer krank ist. Gut, einmal an den Seppe. 13 Mails, einer krank, sonst unwichtige Sachen. So. Die Werbung. 80% ist schon mal gut. Schauen wir da mal rein. 4.500 gehen rein in den Konzern. Das ist schon nicht schlecht. So. Muss ich jetzt hier noch irgendwas umbauen? Eigentlich nicht, ne? Wir haben das schon recht gut gelöst, das Ganze. Da mache ich jetzt noch ein bisschen rum. Ja, das wird schon. Halt eins nach dem anderen, ne? So, gehen wir gleich raus. Dass wir auch noch einen zweiten Tag schaffen heute. Jawohl, 35 Punkte. Das sind aber dann auch nicht mit. 5 Punkte haben wir da, ja, das ist okay. So, wir gehen zum Laden. Und dann werde ich noch mal einmal auf dem Harry warten und ein bisschen was auspacken. Okay, damit haben wir das. Dann gehe ich sofort wieder in diesen Shirt-Abteil hier. Hey, got a second? Thank you. Da habe ich nichts drin. Gleich mal ein bisschen auffüllen noch. Hey, got a second?
So. Die tue ich dann raus gleich. Das sind eigentlich... Das sind, ja doch, die mit dem weißen Kragen halt, ne? Tun wir die mal raus. Dann gehe ich da rein und lösche mal die zwei. Und die mit dem weißen Kragen habe ich noch wo? Die haben zwar keinen weißen Kragen, aber die müssten dazugehören. Zu dieser... Dingsbums. Also einmal raus. Einmal rein, einmal lösch. Gut. Dann noch mit Diemel daher. Oberteile, wo seid ihr? Ja, also es gehört schon zu dieser, zu diesen Hemden irgendwie. Irgendwie. So, rein damit. Ah, Lara ist wieder hier am Antrotten. Ja, okay. Es ist natürlich immer, wenn die Kassen offen bleiben, ne? Das ist ganz klar. Dann würde ich sagen, tu mir... Okay, wie viel habe ich da? Warum sind das jetzt alle hier? Von aus der gleichen Kategorie? Ne, das sind andere Hemden. Okay, ne? Egal dann. Ich würde trotzdem sagen, ich tue mal diese hier raus. Zack. Dann löschen wir die gleich. Und die da. Dann haben wir alle die mit dem hellen Kragen auf den Dingern hier. So, Oberteile. So, das waren dann einmal die hier. Die da. Die weißen und grauen irgendwo? Ja, die sind da, die weißen und grauen. Hallo? Ich will da keine doppelt reinhängen, ne? Schau mal drauf. Oberteile. Ja, eigentlich sollten nicht dann die weißen und die grauen hier noch mit herhängen, ne? So, komm gleich zu. Okay. Dann einmal rein. Halt. Excuse me. Gut. Dann passt das. Dann haben wir da alles drin. Das ist gut. Das ist gut. So, genau. Wir könnten dann auch die karierten noch wegmachen. Zack. Löschen. Und auch die hier. Zack. Und dann löschen. Dann kommen die nämlich da auch auf so einen Aufsteller hin. Kleidung, Oberteile, Hemdlinge. So. Dann haben wir schon mal vier Stück weniger. Die tue ich natürlich nicht verkaufen oder sowas. Die tue ich jetzt halt einfach nur mal weg. Die könnte man zum Beispiel hier auch vor den Eingang hängen. Da können wir dann irgendwelche, keine Ahnung, Billig-Shirts oder sowas hinhängen. So, auch schön nah ran. Ja, sowas wie das da. So die Billig-Shirts halt, ne? Die keiner haben will. So, und die hängen wir so nah aneinander, wie ich kann. Thanks. Thank you. Und zack. Hi. Spare two seconds. Thanks. Thanks. Dann habe ich noch drei leere. Also der hier, warte mal. Ich quetsche ich jetzt halt auch mal in die Ecke. Thanks. Mir ist nämlich erst einmal egal. Hauptsache ihr seid alle beieinander. Da war nichts, ne? Nee, da war nichts.
So, dann schaue ich mal, ob ich euch noch auffüllen kann. Jawohl, dich hänge ich an die Wand. Du bist auch leer. Und schon wieder eine Pfeife. Man kann hier schon was unterbekommen, ne? Man kann. So, die Kasse ist zu. Die ist besetzt, die ist besetzt, die ist besetzt. Okay. Dann passt ja. Hey, hier ist ein Jubeltrubel in diesem Laden. So. Dann würde ich zum Schluss noch sagen, tun wir mal die mit dem weißen, mit diesem farbigen Kragen noch weg. Ich schaue jetzt halt nur mal durch bei denen, welcher sich jetzt hat, zumindest am gestrigen Tag, daran orientiere ich mich jetzt hat, am besten oder am schlechtesten verkauft hat. So, dreimal. Einmal, zweimal, zweimal, einmal. Also wäre die Wahl zwischen Schwarz mit Lila und Gelb mit Rot. Heute verkauft hat sich der nur einmal, der dreimal, also kommt der Schwarze weg. Schwarz, zack, auf Null, der fliegt raus. So, dann tue ich die Weißen raus. Gleich löschen. Die kommen komplett raus. Und die Lilanen hier. So, zack, 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 zack. So, und die kommen jetzt halt hier auf die Mitte noch mit drauf. 18 Uhr schon wieder, ey. Alter. Wenn man hier am Rumwerkeln ist, dann geht das echt sauschnell. Okay, gut. Das da wird noch abverkauft, das schwarze Hemd. Habe ich das? Nee, das ist nicht mehr auf Lager, ne? 4 Stück. Ja. Komm, machen wir mal Rabatt. 10%. Machen wir 20. Dann haben wir es gleich weg. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall wegverkauft. So, da kann ich nichts mehr nachhängen. Doch, ein bisschen was noch. So, die nächsten wären dann die Polos. Euch hänge ich aber jetzt erst einmal hier rüber. Ich muss nämlich mal gucken, ob ich da überhaupt was hinbekomme. Also, das ist doch nichts. Weil wenn ich da hinten eine Kasse hinstellen will, dann muss das raus. Ob ich hier 4 nebeneinander kriege, ich glaube nicht. Könnt ihr mit aufhören, mir da ständig vor der Nase rumzulaufen? So. Nein, geht nicht, ne? Oh, das würde sogar gehen, aber das hängt halt dann voll rein in Gang. Das schaut dann auch nach nichts aus. Dann setze ich das mal hier so an die Kante. Dann setze ich dich mal weiter raus an die Kante. Und du kommst bis an die Kante. Und du wirst gemittelt. Ungefähr gemittelt. Ja. Dann ist es doch schon mal. Dann ist das schon mal was. So, du kommst dann auch mal bitte mit. Du kommst. Keine Ahnung. Jetzt erst einmal ganz eng da dran. Und wir haben Feierabend. Ach, ist das schön. So abartig, ehrlich war. Also es geht schnell, meine ich. Gerade vor allem, wenn man irgendwas zum Tun hat. Komm, greif zu. Nimm, geh an die Kasse, zahl. Gibt's ja wohl nicht. Ihr Kletsch, nehmt's euch. Mist. Also raus mit euch, alles klar, ich habe verstanden. So, Mindestlager, 471 Artikel, super. Zack, zack. Aber was hier los ist, ne, an Leuten, das ist heftig. Wirklich heftig. Da muss ich halt jetzt nochmal probieren, ne, wie ich da eine Kasse herbekomme. Vielleicht stelle ich sie auch da der Länge nach an der Wand entlang. Könnte auch sein.
So, 36k. Wir schauen einmal noch die Mitarbeiter durch. Alina? 2 Punkte, jetzt ehrlich. Wegen einem Punkt muss ich dich da nochmal schuften lassen. Julia? Bam, bam, bam. Dir nehmen wir die Prozente weg. Jona? Und Miriam. Noch ein Punkt. So, der Henning. Gut, damit ist er nämlich auch schon mal voll. Ne, passt ja. Wir überfliegen mal ganz kurz den Plan. Hauptsache, wir haben genügend Leute drin. Ich würde sagen, entweder Carolina, 5 Tage seit letzten Tag frei. 4 Tage seit letzten Tag frei. Okay, dann lasse ich dich zu Hause. Dann sind halt 2 aus der Mittelschicht weg. Aber ist okay, wir haben 1, 2 auf jeden Fall. Passt schon. So, Wiederbefüller. Alina, dich muss ich jetzt halt allerdings nochmal einteilen. So, gut. Verkäufer. Es passt noch. Eigentlich passt es. Das kann ich lassen. Okay, dann noch einmal die Mails. Das sind halt so die 3 üblichen Handgriffe, ne? Gehaltsblabla, freien Tag blabla. Okay, gut. Dann lassen wir das für heute auch gut sein. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefallen hat, heute der Part. Mag sein, dass er vielleicht gerade mal so eine halbe Stunde geht. Trotzdem würde es mich freuen über ein Like, ich würde mich freuen über Kommentare. Lasst natürlich ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr das noch nicht getan habt, dass ihr auch informiert werdet bei einem Upload. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao!